Drüber. Gib mir ein Mikrofon. Ja, ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was nehmen. Ich würde jetzt das Wort nochmal an Anna Ring geben. Dann würden wir gerne auch nochmal, sie erzählt kurz was über ihre Arbeit, aber dann auch gerne nochmal, wenn Sie Fragen oder wenn Sie Rückmeldungen haben, dass wir hier auch nochmal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Anna? So. Anna Ring von der Lebenshilfe Limburg-Dietz. Hallo. Ich begrüße alle hier ganz herzlich. Ich hoffe, Wetter wird weiterhin so mitspielen, dass wir bleiben können. Wir haben noch viel vor. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Bin 2007 nach Deutschland gekommen aus Kasachstan. Hab da Psychologie studiert, 7 Jahre. Bin hier bei Lebenshilfe gekommen mit einem Neurojob und habe mich einfach verliebt in meine Arbeit. Hab dann sehr schnell gewechselt in Fachdienst Autismus und bin seit 2013 bei Fachdienst Autismus. Versuche wirklich mit meinem Herz meine Arbeit zu machen und kämpfe auch für unsere Klienten. Dieses Projekt hat mir auch nochmal sehr viel zu denken gegeben, weil man beschäftigt sich nicht mehr nur mit Autisten, sondern auch mit anderen unsichtbaren Behinderungen. Und das macht auch Spaß, das muss man sagen. Also das macht Spaß, dass man sieht, dass man Menschen helfen kann. Also ich sehe tagtäglich das, was unsere Klienten halt erleben, so wie sie sich fühlen, wenn sie rausgehen, wenn sie mit Menschen sprechen sollen oder wenn wir Amt besuchen. Ich würde gerne einen Klient von mir kurz vorstellen, wenn keiner was dagegen hat. Alexander, kannst du kommen? Alexander ist mittlerweile 24. Ich habe ihn kennengelernt, wo er 5 war. Und ich habe mit Alexander lange geübt, dass wir eine Kugel Eis kaufen. Also es war für ihn sehr anstrengend, ein Kugel Eis zu holen. Er war nass geschwitzt, konnte sich nicht entscheiden, was er gerade machen kann. Und jetzt mittlerweile ist er so selbstständig, Alexander kann selber bestätigen, ja, dass er alles selbst schaffen kann. Sag was. Sag was. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. So, Alexander geht's jetzt gut. Und er schafft auch alleine einzukaufen, alleine Ämter zu besuchen. Also ich bin froh für Alexander. Alexander kann erzählen, wo er am liebsten einkaufen geht. Ich gehe am liebsten bei Kaufland einkaufen. Warum? Weil da die Selbstbedienungskassen gibt. Damit man nicht an der Schlange stehen muss. So, Alexander, jetzt kannst du gehen. Applaus für Alexander. Er hat sich getraut, auf die Bühne zu kommen. Das ist auch eine Herausforderung, wirklich. Also würde gerne auch ein bisschen berichten. Ich habe auch wirklich sehr fitte Klienten, die, wenn ich mit denen zu Amt gehe, dann muss ich die 2-3 Wochen vorher vorbereiten, dass man überhaupt die hinkriegt, einen Fuß zu fassen. Und ich denke, nur der das tagtäglich sieht, also die Eltern natürlich, von Eltern nehme ich immer Hut ab, weil das ist so eine Last immer und von anderer Seite auch Freude, so ein Kind zu haben. Ich habe mich in diese Arbeit verliebt, weil die Menschen sind so authentisch, die Menschen lügen nicht, die Menschen sind so, wie die sind und das macht so Spaß, mit solchen Menschen zu arbeiten, die weiterzubringen. Ich würde jedem auf dem Weg geben, also wenn man irgendwo ist, dann vielleicht nochmal mehr Acht geben, wenn ein Mensch sich anders verhält, wie er sein muss, dann mehr Verständnis zeigen, weil Mensch macht das, weil er Angst hat. Mensch macht das, weil er sich gerade überwindet. Der Klient, den ich jetzt aktuell betreue, war 2 Jahre nur im Zimmer. Er konnte gar nicht raus und für ihn ist es wirklich sehr schwierig, überhaupt Menschen anzusehen, überhaupt aus dem Zimmer rauszukommen, sogar mit eigenen Eltern. Und solche Menschen haben wir sehr viele, wo die verstecken sich und man sieht das nicht. Man denkt, wenn ein Rollstuhlfahrer fährt, dann sieht man, okay, der Mensch hat eine Behinderung. Und unsere Klientel oder Menschen mit ADHS, mit Depressionen, also die kann man leider so schnell nicht erkennen, dass sie eine Schwierigkeiten haben. Es ist, also ich sage immer, was denken diese Menschen? Okay, die reden können, die können das auch äußern, aber auch nicht immer.
Also die können auch nicht immer nach Hilfe fragen, aber es gibt viele, die überhaupt nicht reden. Und also ich versuche immer zu denken, was passiert in diesem Kopf? Wenn ich beobachte, also wir gehen durch den Stadt und der Mensch nimmt meine Hand und drückt das zusammen, dann weiß ich schon, okay, also da ist Krise im Moment. Aber die, die daneben laufen, die sehen diese Krise gar nicht, leider. Deswegen, ich bin froh, dass wir dieses Projekt haben. Ich bin froh, dass wir laut sind und wir werden noch lauter, werden immer weitergehen. Und wenn Fragen sind, also wir sind immer da. Sie können Telefonnummer holen von Rebecca. Ich habe auch Flyer da und bis jetzt haben wir noch keinen Mensch ohne Antwort gelassen. Und was ist halt noch schwierig ist, das Prozess zwischen eine Diagnose zu bekommen und in Förderung zu kommen, dauert ungefähr 2 Jahre. Und da wäre ich wirklich froh, wenn diesen Menschen das schneller ermöglicht wird. Leider von uns, wir haben 2 Jahre Warteliste. Anders geht nicht. Also Mitarbeiter sind nicht da. Klientel ist sehr groß und wir haben nicht so viele Autismusdienste hier in der Nähe. Aber die Diagnosen laufen auch sehr lange. Man muss sagen, bis man einen Termin bekommt, ist es schon 1 Jahr durch. So, an dieser Stelle freue ich mich nochmal alle hier zu sehen. Wir sind zwar nicht viel, aber wenig ist auch wert. Ja, Anna, nochmal vielen lieben Dank. Wirklich immer an unserer Seite.